Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal Liga 2 Inside. Die erste und zweite Bundesliga gehen in ihre finale Phase. Jetzt wird es richtig spannend, Freunde, jetzt zählt's. Es gibt einige Entscheidungen, die noch lange nicht ausgespielt sind. Und da möchte ich heute mal ein bisschen drauf eingehen. Wir werden mal gucken, welche wichtigen Spiele stehen noch an. Wie geht's, denke ich, aus? Ich habe das Ganze natürlich durchgetippt. Und wir werden auch einen kurzen Ausblick in die Bundesliga werfen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, wenn euch das Ganze gefällt. Ein Abo würde mich mega freuen, ein Like würde mich mega freuen. Und danke für die ganzen Abonnenten seit dem letzten Video. Unfassbar, mir macht es mega Spaß. Danke und jetzt let's go. Ich möchte es ganz kurz sagen, Freunde. Bundesliga, wir gehen rein. Bundesliga werden wir ein bisschen kurz halten, denn hier geht es hauptsächlich um die zweite Liga. Aber Bundesliga muss man kurz machen. Dortmund hat gerade Wolfsburg 6-0 weggehauen, Freunde. Ich nehme das Ganze schon am Sonntag auf, ich muss schneiden, alles zusammen machen. Dortmund gewinnt 6-0 gegen Wolfsburg, ist jetzt wieder auf Bayern dran. 64 Punkte, 65 Punkte, wer wird Meister? Ich sage, am Ende wird Dortmund Meister werden, meine Damen und Herren. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen riskant, was ich jetzt hier sage, aber Dortmund spielt gegen Gladbach, gegen FCA und am letzten Spieltag gegen Mainz. Dortmund wird Bayern den Meistertitel wegschnappen, Bayern gegen Leipzig, da wird Bayern, denke ich mal, eventuell ins Stolpern kommen. Letzten Spieltag in Köln wird schwierig, ich sage, BVB wird Meister. Internationale Plätze 3, 4 und 5, wir haben im Kampf Leipzig, Union Berlin und Freiburg. 57, 56, 56 Punkte, Leipzig bleibt auf dem dritten Platz, da lege ich mich fest. Was nehme ich immer als Indikator? Die letzten Spiele und die kommenden Spiele, allgemeine Form. Da hat Leipzig gerade eine überragende Form, 4 aus den letzten 5 Spielen gewonnen. Jetzt gegen Freiburg ein 6-Punkte-Spiel mehr oder weniger gewonnen. Und auch wenn wir uns den Spielplan aller drei Mannschaften anschauen, ich glaube übrigens, dass es auch so bleibt, Leipzig, Union, Berlin und Freiburg. Wir werden jetzt sehen, wenn wir die nächsten Spiele anschauen. Spielt Leipzig gegen Bremen, Bayern. Und der dritte, einen Moment, der dritte habe ich mir falsch aufgeschrieben, glaube ich. Der dritte ist Schalke, das wird auch schwierig. Trotzdem, die werden die Punkte da holen, glaube ich. Union spielt gegen Freiburg als nächstes, das ist ein 6-Punkte-Spiel. Anschließend gegen Hoffenheim und dann gegen Bremen am letzten Spieltag. Union wird die Punkte holen, wird vor Freiburg bleiben und Freiburg spielt gegen Union, Wolfsburg und Frankfurt. Ist auch was möglich, aber ich glaube, es bleibt genauso wie es ist. Das Konstrukt Leipzig, müssen wir uns langsam damit festlegen, ist die drittbeste Kraft im deutschen Profifußball. Es ist leider so und da können wir uns leider so viel wehren, wie wir wollen. Jetzt gehen wir rein in den Abstiegskampf, meine Damen und Herren Bundesliga. Wer wird, denke ich, absteigen? Ich habe das Ganze natürlich vorher durchgetippt, wie ich das denke. Und deswegen komme ich auch mit zu dem Ergebnis. Ist ja alles viel Kaffeesatzleserei, ich weiß. Aber hey, das ist doch genau das, was den Fußball ausmacht. Ein bisschen in die Zukunft gucken und jeder ist, glaube ich, der beste Manager für sich selber überhaupt. Wer steigt ab? Ich habe es getippt. Hertha wird bei mir 18. Stuttgart 17. Bochum 16. Warum das Ganze? Schalke bleibt bei mir drin. Hoffenheim und FCA habe ich jetzt nicht näher betrachtet, weil ich nicht glaube, dass die dann nochmal unter reinrutschen. Hoffenheim hat jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Stuttgart. In 3 Spielen denke ich weniger. Wenn wir Hertha anschauen, warum wird Hertha letzte? Hertha spielt jetzt dann noch in Köln, daheim gegen Bochum in Wolfsburg. Bochum daheim 6 Punkte Spiel, das einzigste Spiel daheim. Extrem eklig, in Köln eklig, in Wolfsburg letztes Spiel. Wolfsburg will sich von den Fans verabschieden, genauso schlimm. Wenn wir Stuttgart anschauen, die spielen es dann gegen Leverkusen, anschließend gegen Mainz und gegen Hoffenheim im letzten Spieltag. Und es gibt nichts Widerliches, als am letzten Spieltag daheim vor ausverkaufter Hütte, wenn dir der Stift geht, gegen Hoffenheim zu spielen, die gerade richtig gut drauf sind und, was heißt richtig gut drauf sind, aber immerhin aus den letzten 5 Spielen nur 2 verloren haben. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, wo Stuttgart. Ich habe schlechtes Gefühl, gerade jetzt auch das Spiel in Berlin haben sie verloren. Das waren 6-Punkte-Spiel und das spielt, denke ich, in den Köpfen schon noch mit. Schalke spielt gegen Bayern, Frankfurt und Leipzig. Ja, gegen Bayern okay, aber die werden gegen Frankfurt und in Leipzig, wenn sie mit 40.000 nach Leipzig fahren, und werden da die Hütte abreißen. Bochum wird bei mir 16. Auch wenn Bochum die schlechteste Form hat von den letzten 5. Von den letzten 5 Spielen haben sie keins gewonnen, werden sie bei mir trotzdem 16. Die spielen daheim gegen FCA, da rechne ich fest mit 3 Punkten, außer es bei der Hertha mit 1 Punkt und dann daheim gegen Leverkusen. Und Leverkusen hat bis dahin vielleicht schon Platz 6 safe, wer weiß, um was es da dann noch geht. Und ich traue das Bochum zu, dass sie Relegation am Ende des Tages dann spielen. Und Schalke, wie gesagt, bleibt drin, meine Vermutung zur Bundesliga. Jetzt kommen wir ins Kerngeschäft, zweite Bundesliga.
Zweite Bundesliga fangen wir ganz oben an, Meisterschaft. Und bei da haben wir schon die erste Überraschung. Ich habe es durchgetippt und sage, Heidenheim wird Meister. Heidenheim überholt noch Darmstadt. Darmstadt jetzt am Samstag 3:0 verloren daheim gegen St. Pauli. Hätte ich so niemals getippt überhaupt. Niemals mich getraut zu tippen. Heidenheim spielt jetzt dann als nächstes gegen Paderborn, ganz schwieriges Spiel, werden sie aber machen. Die sind richtig gut drauf, das Spiel auch gegen Magdeburg war 0-0 heute, am Sonntag, wo ich das Ganze hier aufnehme, deswegen sage ich heute, war ein richtig gutes Spiel von beiden Seiten, auch nicht, dass Heidenheim irgendwie schlecht war oder so, nein, die waren beide einfach richtig gut. Jetzt spielen sie gegen Paderborn, dann daheim gegen Sandhausen, Pflichtsieg, dann spielen sie am letzten Spieltag in Regensburg, wo Regensburg eventuell schon abgestiegen ist, dazu gleich mehr. Ich traue Heidenheim absolut die Meisterschaft zu. Währenddessen Darmstadt am letzten Spieltag in Fürth spielt. Am 33. Spieltag spielen sie daheim gegen Magdeburg. Wird richtig schwierig. Magdeburg, Entschuldigung. Und dann am 32. Spieltag spielen sie noch zusätzlich gegen Hannover. Und ich glaube, dass die noch Punkte liegen lassen. Ich glaube, Magdeburg wird das Zünglein an der Waage sein und wird die Meisterschaft entscheiden. Mein Tipp zur Meisterschaft. Gehen wir weiter und gehen in den Relegationskampf. Relegationskampf. HSV, Pauli, Düsseldorf. Die drei Mannschaften wähle ich jetzt mal mit rein in meinen Relegationskampf. HSV von den letzten 9 Spielen 2 gewonnen, aus den letzten 5 haben sie 2 Siege geholt und die letzten beiden nicht gewonnen. Sagen wir mal so, von der Tendenz her die schlechteste Mannschaft im Moment, haben halt aber noch 4 Punkte Vorsprung. Pauli und Düsseldorf dahinter, das ist was ganz Interessantes jetzt. Denn wenn wir jetzt dann auf den nächsten Spieltag schauen, das Spiel St. Pauli gegen Düsseldorf. Bei mir ganz kurz zuvor, HSV wird Dritter. Laut meiner Tippprognose St. Pauli Vierter und Düsseldorf Fünfter. Weil St. Pauli jetzt dann das Spiel am 13.05. um 20.30 Uhr Ludwigspiel im Millerntor gewinnt gegen Düsseldorf, laut glaube ich. Und dann wird Pauli alleiniger Verfolger sein. Pauli spielt anschließend noch gegen Kiel. Kiel verliert die letzten 3 Spiele 3-0, das werden sie holen, ganz easy. Kiel ist eine Katastrophe im Moment. Und dann spielen sie daheim noch gegen KSC. KSC, gute Mannschaft, geht um gar nichts mehr. Das könnte auch richtig böse noch enden für den HSV. Das sage ich euch jetzt mal wirklich. Ich denke trotzdem, dass der HSV einen Sieg holt. HSV spielt gegen Sandhausen, gegen Regensburg. Und spielen das dritte Spiel anschließend noch gegen, ich muss ganz kurz gucken, Freunde, erst jetzt in mit der richtigen Reihenfolge, 32. Spieltag in Regensburg, dann daheim gegen Fürth und dann in Sandhausen. Bei Sandhausen und Regensburg geht es noch um richtig viel. Düsseldorf übrigens am letzten Spieltag auf dem Betzenberg, das ist auch nicht einfach. Übrigens an alle FCK-Fans, heftiges Spiel, 3-3 gegen Nürnberg, herzlichen Glückwunsch dazu. Clement, Fußballgott. Weiter geht's. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, HSV in Sandhausen am letzten Spieltag. Die haben auch die Hosen voll. Und ich denke, ein Sieg muss reichen. Und da muss man den Relegationsplatz nicht mitnehmen. Ich bete zu Gott. Was denkt ihr wirklich? Lasst euch mal in den Kommentaren wissen. Wird St. Pauli noch Dritter? Boah, es wird so übel. Düsseldorf ist so ein bisschen der underrated Jäger, würde ich mal sagen. Kann auch passieren, um Gottes Willen. Warum nicht? Warum kann Düsseldorf kann gewinnen auf Pauli? Ist klar. Möglichkeiten haben sie. Schwierig. Ich denke aber, dass HSV Dritter macht. Ich bete einfach zu Gott, dass es so ist. Auf in Abstiegskampf. Gehen wir rein in Abstiegskampf. Und ich denke, ich habe so getippt, ich sage sofort, wie es ist. 18. Jan Regensburg, 17. Sandhausen und 16. wird Bielefeld sein. Wenn wir auf die Tabelle gucken, Bielefeld ist 16. mit 4 Punkten Rückstand auf Rostock und Club. Rostock wird gar nicht mehr unten reinrutschen. Die haben wieder gewonnen, 3 Siege in Folge, sind richtig gut drauf. Der Club, ein Sieg aus den letzten 5 Spielen. Wenn dann der Club, dass der noch unten reinrutscht, aber es sind 4 Punkte. Laut meiner Tippprognose wird Bielefeld 16. Ich will euch ganz kurz erklären, auch warum. Wenn wir die letzten Spiele jetzt hier angucken. Nürnberg zum Beispiel spielt noch in Magdeburg, ganz interessant. Dann spielt der Club daheim gegen Rostock, richtig schwierig. Und der Club spielt dann noch am letzten Spieltag in Paderborn. Es könnte sein, dass der Club wirklich ein böses Erwachen erwischt. Was müsste aber dafür müsste Folgendes passieren? Jetzt hört euch das an. Bielefeld müsste daheim gegen Paderborn gewinnen. Okay? Bielefeld müsste auf dem Betzenberg Punkte holen und Bielefeld müsste am letzten Spieltag in Magdeburg was holen. Und die Wahrscheinlichkeit sehe ich sehr, sehr gering und deswegen nehme ich, dass Bielefeld auf dem 16. bleibt und Regensburg als 18. runtergeht und Sandhausen als Vorletzter auch die Klasse verlassen muss. Ja, das war mein Saisonfinale, meine Prognose zum Saisonfinale. Vielleicht ein bisschen wild, ein bisschen diskutabel. Lasst uns gerne in den Kommentaren diskutieren, was denkt ihr. Und ich freue mich, wir schauen jetzt zusammen, was passiert.
wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video.